German Motor Group stellt vor. Heute sitze ich hier in einem richtig geilen Stück Blech. Und zwar ist das ein Porsche Boxster Spider. Alleine wenn ihr schon hier reinguckt und die Armaturen seht, wir sind heute hinter dem Wagen hergefahren, vorn dran, hinten dran. Der ballert hinten raus, der hat Ton, der hat Leistung. Aber ich sag mal so, wer kann besser von so einem Auto erzählen als der Besitzer selbst? Und zwar mal hier den Hansi. Den Hansi hatten wir schon das ein oder andere Mal gehabt. Und zwar mit dem Ford Mustang Bullitt. Der gehört ihm nämlich auch. Den findet ihr auch bei uns im YouTube. Aber um den geht es heute hier nämlich nicht. Heute geht es hier um den Porsche Spider. Hansi. Ja. Erzähl mal was zu deinem Schmuckstück hier. Was? Baujahr 2017 habe ich gehört. 16. 2016? Mhm, genau. Da kam er ja raus, da brachte Porsche diese Sonderserie, abgewandelt vom Boxster, hat man gesagt, man macht einen Spider an die Anleihe von früher, Spider 55, und packt einfach alles rein, was gut ist. Und man sagte sich, ja, wenn schon, denn schon, machen wir dann einen 11er Motor hier rein. 3,8 Liter, 375 PS, man macht die Turbolenkung vom 911er rein und noch 1000 andere Sachen. Und ich sag mal, für uns, meine Frau und mich, war das der beste Kauf ever. Also, wir haben zwar schon was gesucht in der Richtung, aber ja, als dann klar war, mach eine Probefahrt mit so einem seltenen Ding, gebraucht in dem Fall, war er ja gerade mal 2 Jahre alt, war es um uns geschehen. Ja, man sitzt auch wirklich drin oder man sieht euch drin sitzen mit einem Grinsen. Ja, ja. Wir sind ja eben hier durchs Elsass gefahren, sind ein paar Kurven geballert und das macht ja auch einfach Laune. Egal wo die Leute sind, die gucken nach dem Wagen, die gucken hinterher, ihr kriegt einen Daumen hoch gezeigt. Also das ist schon gigantisch als solches. Ja, und die Sport-Plus-Taste an sich mit der Pharma eigentlich nur, die macht halt am meisten Spaß. Da geht es halt nochmal richtig ab. Da verändert sich ja nochmal alles mögliche, Gasannahme etc. Ja. Und dadurch hört er sich noch weitaus besser an wie standardmäßig. Genau, die Bremsen werden auch in dem Fall vorgefüllt, richtig, sodass er noch schneller greift, noch besser dran liegt. Ganz und genau. Die Drehzahl wird oben gehalten. Absolut. Also das ist ja auch richtig geil. Für uns wie gemacht das Ding. Und ja, ich glaube, ich habe so gesehen noch nie mehr Spaß gehabt im Auto. Das hört man natürlich als Porsche-Fan gern, weil gut, wir fahren einen ganz alten jetzt hier auf der Strecke. Aber ja, der ballert auch ordentlich. Wir durften ja hinterher fahren. Ja, stimmt. Und dadurch, dass ihr offen fahrt, habt ihr dann auch ganz gut gehört. Genau. Also alles bestens. Hansi, mach doch mal hinten auf. Hinten? Ja, man sieht aber nichts vom Motor. Man sieht nichts vom Motor? Nee, das ist ein Ding. Das heißt, du hast ganz untypisch für einen Sportwagen von Porsche 2 Kofferräume. So sieht's aus. 2 Kofferräume. Ja, da freut sich die Frau. Absolut. Das wollte ich hören. Ja, ja. Ja, Hansi, außen haben wir jetzt geschaut. Mhm. Kofferraum gibt's viel. Ja. Motor wenig zu sehen in dem Fall. Aber erzähl uns mal was zum Innenraum. Ich meine, was gibt es hier Besonderes? Ich meine, wenn man hier reinguckt, man sieht ja die Riemchen zum Türöffnen. Ja. Das ist ja schon eine Gewichtsersparnis. Das ist so eine Reminiszenz. Früher gab es ja diese ganze 911er Cup, 944 Cup. Und die hatten immer diese textile Riemen, weil man ja Gewicht sparen wollte. Und da hat man hier gesagt, komm, das machen wir hier als Spaß auch mal rein. Man spart natürlich wahrscheinlich 50 Gramm, wie auch immer. Und ja, wir haben hier die Ausstattung mit Alcantara jetzt in dem Fall und mit diesen Sitzen, die ja tausendfach verstellbar sind. Es gibt natürlich hier mehrere Varianten der Sitze. Und was hier auch, sage ich mal, viele verwundert, es gab das Fahrzeug nur als Sechsgang, also Schaltung. Okay. Es gab keinerlei Porsche-Systeme mit Pedal etc. Ich wollte gerade sagen, man sieht keine Pedals. Ja, ja, nichts. Und ich finde es echt cool, dass Porsche gesagt hat, den Spider, den machen wir nur als Schaltwagen. Ja, man sieht auch, die Klappensteuerung hast du drin. Ja. Das heißt, du kannst wunderbar leise im Nachbarschaftsmodus Absolut. Fahren und kannst aber auch sagen, hey, wenn ich auf freier Wildbahn bin, lasse ich den ganz mal richtig genau. schön ballern. Ganz genau. Ja, und uns gefällt halt auch die farbliche Abstimmung hier mit dem Rot und Grau. Also das kommt da zur Außenfarbe. Das ist gigantisch. Absolut top. Ja. Und was wollen Frauen mehr, wenn man in Urlaub fährt und man sagt, Schatz, ich habe 2 Kofferräume, vorne und hinten. Ja. Da kann man ordentlich Schuh verstauen, ne? Ich wollte sagen, deine Sachen passen so bequem hinter den Rücksitz in den schmalen Spalt rein. Ganz reicht genau. Für Männer 14 Tage ja. und der Rest ist für die Frauen. So ist es. Und es sind ja auch, sagen wir, hier haben wir auch einen seltenen Fall, dass ein Fahrzeug offen und geschlossen, wo jeder sagt, das ist selten, dass er gut aussieht.
Weil es gibt das ja viele stimmt. Cabrios, wo man sagt, ah, der gefällt mir offen besser, gefällt mir geschlossen besser oder Roadsters. Aber bei dem ist es wirklich so, dass beide Varianten passen. Ja, absolut. Und die Linienförderung von hinten, also ja. Ich weiß gar nicht, wie ich den Wagen lieber gesehen habe. Ja. Von vorne oder von hinten. Ja. Gut, diese Bubbles hier sind ja mehr oder weniger auch ein bisschen so Carrera GT nachempfunden, weil der hat es ja angefangen hinten, da war allerdings ja eigentlich der Motor drunter, unter diesen Hügeln, wenn man so will. Und ich finde, die haben das super gemacht hier, das Ganze vom Design her nachgestellt. Und natürlich klar, hier der Bürzel ist ja auch so eine alte Geschichte vom 911 Carrera RS. Ja, richtig. Der hatte ja, war ja der Bürzelkönig und hier hat man so ein bisschen nachgemacht. Ne? Absolut. Ich sehe, du fährst Michelin-Reifen. Ja. Wie zufrieden bist du mit den Socken? Absolut bestens. Ich hatte zuvor andere drauf und die waren nochmal einen Sprung nach vorne. Also von der Haftung her und allem optimal. Passt bestens perfekt zum Auto. Perfekt fürs Auto. Ja, absolut. Ja, Hansi, du. Super. Ich danke dir für die Kurzvorstellung von dem Auto. Und ich bin gespannt. Ich habe gehört, du hast noch den einen oder anderen Wagen in der Garage. Schauen wir mal. Dich das nächste Mal treffen und dann stellen wir das auch weiter auf German Motor Kult vor. Ja. Das war der Hansi, der Porsche Boxster Spider. Und ich bin der Micha von Motor Marketing. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Tschüss.